Was ich in meinem Einleitungsreferat behandeln würde, ist die Frage, wo kommen diese Wahrnehmungshorizonte eigentlich her? Das heißt, meine Grundthese ist, es gibt eine Realität, eine erfahrbare Realität, eine Realität, die von Menschen gestaltet wird, eine Realität, die von Menschen erlitten wird im Konfliktschauplatz oder in der Konfliktregion Nahe Osten. Diese Realität gibt es und sie ist unabhängig von dem, was in Europa darüber gedacht wird. Also es geht nicht darum zu sagen, es gibt nur Diskurse und hinter dem Diskurs verschwindet die Realität und es gibt sozusagen keine Realität außerhalb dessen, was in Europa diskutiert wird. Es gibt also ganz konkrete Menschen, die handeln, die ihre Vorstellungen haben, die kämpfen, die töten, die sterben, die morden, die leiden im Nahen Osten, die ihre eigenen Vorstellungen haben, völlig unabhängig davon, was in Europa darüber gedacht wird. Darüber habe ich auch meine eigenen Ideen. Und über das, was dort passiert, habe ich gewisse Ansätze, um zu versuchen, das zu verstehen. Dazu werde ich auch was sagen. Dazu haben aber sicherlich alle, die hier im Raum sind und alle, die das Buch lesen, ihre Ideen, weil durch das Fernsehen, durch das Internet, durch die Medien sozusagen davon Bilder, Vorstellungen, Darstellungen bei uns landen. Deswegen werde ich nicht damit einsteigen, deswegen, weil wir sozusagen sonst sofort in der Kontroverse landen, wo jeder und jede seine oder ihre Vorstellung mitbringt. Und wo bestimmte Sachen vorausgesetzt sind. Das heißt, in den Vorträgen, vor allem in den Monaten nach dem Libanon-Krieg, also meinen ersten Vortrag zu dem Buch habe ich gemacht, als das Buch noch gar nicht draußen war, im September in Köln. Da wäre es so gewesen, dass es dann sofort gekracht hätte im Saal, weil da tatsächlich Vertreter sehr unterschiedlicher Standpunkte da waren. Wenn man angefangen hätte, über den Libanon-Krieg zu sprechen und jeder hätte sofort gedacht, ich weiß, wie der Krieg, der gerade stattgefunden hat, zu bewerten ist. Weil natürlich tatsächlich die Diskussion nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern alle mitbekommen haben von diesem Krieg. Deswegen werde ich in meinem Einleitungsreferat das entgegengesetzte Herangehen wählen und sagen, wo kommen eigentlich die Wahrnehmungshorizonte her, die zwar nicht, also in Deutschland, in Österreich, in Frankreich auch, die zwar nicht das Geschehen im Nahen Osten selber, im Libanon, in Israel, in Palästina, in anderen Ländern der Region, nicht das Geschehen dort selber unmittelbar beeinflussen, die aber das beeinflussen, was hier darüber gedacht, geschrieben, dargestellt, gesagt wird. Ich möchte das relativ schematisch machen oder schematisch ankündigen, weniger schematisch erzählen oder analysieren, wie ich es darstellen möchte. Ich möchte in einem ersten Strang darstellen, was ist überhaupt der geschichtliche Hintergrund. Das werde ich relativ kurz machen, weil es sich zum Teil selbst versteht, aber trotzdem gesagt werden muss, vor dem in Deutschland, in Österreich, in Frankreich diskutiert wird. Der zweite Strang wäre zu sagen, was macht eigentlich das Weltbild, das zum Teil von den Leuten, die dieses Weltbild vertreten, zum Teil aber von anderen, als antiimperialistisch bezeichnet wird, aus? Wo kommt es her? Was stellt es dar? Und was transportiert dieser Ansatz? Und wie prägt dieser Ansatz die Wahrnehmung von Teilen der Linken oder Teilen des gesellschaftskritischen Spektrums von dem, was im Nahen Osten passiert? Und dann in dem dritten Teil, wenn wir jetzt in Deutschland wären, würde ich den Begriff Antideutsch benutzen und jeder wüsste sofort, was gemeint ist. Ich denke, hier versteht es sich vielleicht nicht so von selbst. Also jedenfalls im dritten Teil möchte ich das darstellen, was sozusagen der radikal israelfreundliche, auch USA-freundliche Ansatz ist, der aus der Linken, aus der radikalen Linken entstanden ist in den letzten 10 bis 15 Jahren und der in Deutschland auch in bestimmten Diskussionen in Wien unter dem Label Antideutsch firmiert, der sozusagen der extreme Gegenentwurf ist, der aus der radikalen Linken selbst entstanden ist, der extreme Gegenentwurf zum antiimperialistischen Weltbild im weiteren Sinne. Das heißt, ich werde versuchen darzustellen, wo kommen diese Stränge in der Wahrnehmung her, was sind ihre Stärken und Schwächen, was sind ihre Grenzen, was ist ihre historische Begrenztheit, was ist sozusagen ihr Zeitkern, also der historische Bezugsrahmen, ohne den diese Ansätze nicht mehr verständlich werden. Und damit würde ich dann überleiten zu der Diskussion um das, was wir eigentlich alle sicherlich selber zu sagen haben, zu dem, was im Nahen Osten, vor allem im Libanon, im Jahr 2006 passiert ist. Also zunächst zur Diskussion, was ist die Voraussetzung für die Diskussion in deutschsprachigen Ländern einerseits, also in Deutschland und in Österreich. Ich sage das nicht nur deswegen, weil wir in Österreich sind, sondern also bei allen Diskussionen in Deutschland habe ich auch immer sozusagen Deutschland und Österreich zusammen als einen Fall, wo man den Wahrnehmungshorizont diskutieren kann, herangezogen und Frankreich, aber auch die USA oder andere Länder als sozusagen als das
Gegenbeispiel diskutiert. Also in den deutschsprachigen Ländern, Deutschland, Österreich insbesondere, im schwächeren Maße in der deutschsprachigen Schweiz, ist natürlich eine Diskussion über das, was im Nahen Osten passiert, nicht wegzudenken von dem Erfahrungshintergrund des sogenannten Großdeutschen Reiches, das eben damals Deutschland, Österreich und andere, heute andere Länder umfasste, und von dem Vernichtungsantisemitismus und der antisemitischen Praxis, also der mörderischen Staatspraxis, die von diesen Ländern ausgegangen ist. Das prägt die deutsche Diskussion zum Beispiel in ganz besonderem Maße, weil also Nachkriegsdeutschland und insbesondere Westdeutschland, ich spreche weniger von der DDR, über die DDR gäbe es auch noch einiges zu sagen, da müsste man aber ganz viele andere Voraussetzungen wieder benennen. Im Falle von Nachkriegsdeutschland zum Beispiel ist es so gewesen, dass es mit jahrzehntelanger Verspätung überhaupt normale zwischenstaatliche Beziehungen zwischen zwei bürgerlichen Staaten, die Westdeutschland und Israel eben sind, gegeben hat. Das heißt, die zwischenstaatlichen sogenannten normalen diplomatischen Beziehungen wurden mit 2 Jahrzehnten, mit 20 Jahren Verspätung nach dem Bestehen, nach der Begründung Nachkriegs-Westdeutschlands aufgenommen, im Jahr 1965. Was verrät, dass sozusagen diese Beziehung von vornherein überdeterminiert und überbestimmt ist durch diesen historischen Erfahrungshorizont von beiden Seiten. Also einerseits gab es sicherlich in Israel, in dem Land, wo viele Überlebende oder Angehörige von Umgekommenen während des Vernichtungsantisemitismus, der von Nazi-Deutschland ausging, gelebt haben oder leben, war es sicherlich so, dass viele Leute nicht unbedingt gewillt waren, zu einem historisch frühen Zeitpunkt sogenannte normale zwischenstaatliche Beziehungen zu Nachkriegsdeutschland aufzunehmen. Es gab aber auch auf Seiten der westdeutschen Diplomatie ein doppeltes Herangehen an die aus diesem Grunde besonderen Beziehungen zwischen den deutschen Staaten. Es gab also einerseits Leute, die diese Beziehungen möglichst niedrig halten wollten oder keine sozusagen bilateralen Beziehungen, die direkte Kontakte beinhalten, aufnehmen wollten, weil es eben vor allem in den ersten Nachkriegsjahrzehnten Leute gab, die derart viele Leichen im Keller hatten, dass sie sozusagen vermeiden wollten, dass der Blick und das Gespräch darauf gebracht wird. Also man muss daran erinnern, das lässt sich auf Österreich zweifelsohne übertragen, wie starke personelle Kontinuitäten es im westdeutschen Staatsapparat nach dem Zweiten Weltkrieg gab. Also im westdeutschen Fall kann man zum Beispiel als symbolträchtige Figur den Kanzleramtsminister Globke neben, der eben Konrad Adenauer im Kanzleramt beraten hat, der aber vorher Kommentator der Nürnberger Rassengesetze und der Konzept der Entwerfer, also der Erfinder des Judenstatuts in der besetzten Slowakei gewesen ist. Man kann auf zahlreiche Kontinuitäten im Militär, in der Bundeswehr, in der Wirtschaft, in der Politik hinweisen. Gleichzeitig gab es aber auch den Versuch, und das ist sozusagen die doppelte Besetzung des Themas, von anderen Kreisen in den westdeutschen oder nachkriegsdeutschen Eliten, besonders gute Beziehungen, die eben in der ersten Zeit keine diplomatischen Beziehungen waren, aber die über die sogenannten Wiedergutmachungszahlungen von Westdeutschland an Israel abgewickelt wurden, besonders gute Beziehungen zum neu entstandenen israelischen Staat zu nutzen, um sich sozusagen selber reinzuwaschen und in den Augen der Weltöffentlichkeit freizukaufen, in Anführungszeichen, aus der eigenen Sicht, also sich sozusagen ein reines Image und eine Eintrittskarte in den Club der Führungsmächte der westlichen, der zivilisierten Nationen wieder zu erkaufen. Dieser doppelte Charakter steckt ja schon in dem Begriff Wiedergutmachungszahlung drin, weil wiedergutmachen kann man die Verbrechen, die geschehen sind, nicht. Man kann höchstens das Leid der Opfer ein bisschen lindern, aber in Wiedergutmachungszahlung steckt tatsächlich die Idee drin, man macht Verbrechen wieder gut, aber es steckt eben auch die Idee drin, man macht sozusagen das, was dem eigenen Image zugefügt worden ist, wieder gut. Also die Wiedergutmachungszahlung war das, was 1953 aufgenommen worden ist im westdeutschen Falle und was dann die einzigen zwischenstaatlichen Beziehungen waren, bis 1965 eben normale diplomatische Beziehungen aufgenommen worden sind. Die Wiedergutmachungszahlungen liefen dann auf individueller Ebene weiter. Das heißt, es gab Rentenzahlungen an Leute, die geschädigt worden sind, die Zwangsarbeit leisten mussten, deren Gesundheit ruiniert worden ist und so weiter. Auf zwischenstaatlicher Ebene gab es dann eben keine direkten Zahlungen an den Staat mehr, sondern es wurden dann diplomatische Beziehungen aufgenommen. Im französischen Fall ist dieser Hintergrund sozusagen der eigenen Geschichte, mit der man sich auseinandersetzen muss als Gesellschaftskritiker, der erstmal sich fragt, was die Leichen im eigenen Keller
sind schon deswegen andere, weil es im französischen Fall eine andere zwischenstaatliche Geschichte gibt, andere Verbrechen, die von Frankreich begangen worden sind, die direkt oder indirekt mit Israel zu tun haben, gibt, die notgedrungen die Haltung des gesellschaftskritischen Spektrums beeinflussen. Also in Frankreich gibt es tatsächlich auch die Determinierung der Beziehung, dass Frankreich nicht direkt als Täterstaat, aber wohl indirekt, das heißt durch die Fortexistenz der französischen Staatsbürokratie eben von Nazi-Deutschland besetzten Frankreich und eben der Komplizen oder Beihilfenschaft dieser Staatsbürokratie bei der Deportation der Juden eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber in der Nachkriegszeit gab es eben im Unterschied zu Nachkriegsdeutschland schon früh sogenannte normale zwischenstaatliche Beziehungen, politische, aber auch militärische Beziehungen und wirtschaftliche Beziehungen zwischen Frankreich und Israel, die sogar besonders enge waren. Deswegen, weil Israel der wichtigste geostrategische Verbündete Frankreichs im Mittelmeerraum in den 50er und 60er Jahren gewesen ist. Wenn ich sage in den 50er und 60er Jahren, dann bedeutet das eben auch in der Zeit, als Frankreich auf dem Höhepunkt der Kolonialkriege, die es unter anderem in dieser Region führte, sich befand. Israel war eben insbesondere wichtig, weil es Frankreich unterstützt hat bei seiner Kriegsführung gegen die Unabhängigkeitsbewegung in Algerien von 1954 bis 1962, was eben ein Konflikt ist, der Algerienkrieg, der sich meines Erachtens von allen Nachkriegsereignissen, also was nach dem Zweiten Weltkrieg passierte, am stärksten bis heute auf die französische Ideologiebildung, auf die Innenpolitik, auf die kollektive Vorstellungswelt durchgeschlagen hat und immer noch durchschlägt, also auf den Umgang mit Einwanderern, auf den Umgang mit der französischen Mehrheitsgesellschaft, mit dem Islam, auf den Umgang mit dem inneren Feind, also zum Beispiel als es in den Banlieues, in den Sozialghettos in den französischen Trabantenstädten vor anderthalb Jahren geknallt hat, hat der französische Staat auf eine Notstandsgesetzgebung zurückgegriffen gegen den inneren Feind, die direkt während des Algerienkriegs gegen den inneren Feind, gegen die algerische Unabhängigkeitsbewegung geschaffen und konzipiert worden war. Israel war also im Mittelmeerraum in dieser Zeit der engste Verbündete Frankreichs, weil es eben in beiden Fällen gegen arabische Nationalbewegung oder gegen den erwachenden arabischen Nationalismus gerichtete Interessen gab, was sich dann darin manifestierte, dass während der Krieg in Algerien tobte, Frankreich, Großbritannien und Israel aus jeweils eigenen Gründen und jeweils unterschiedlichen Motiven heraus gemeinsam Ägypten angegriffen oder überfallen haben im Oktober 1956, zeitlich parallel zum Ungarnaufstand. Also das waren sozusagen die beiden welthistorischen Ereignisse, die damals die internationale Situation polarisiert hatten. Also die Gründe waren für Großbritannien vor allem, dass Ägyptens Präsident Nasser es gewagt hat, in Anführungszeichen den Suezkanal zu nationalisieren und damit eben britische Aktionäre enteignet hat und sozusagen seinen Fuß dahin gestellt hat, wo Großbritanniens wichtigste Zufahrtswege zu seinen Kolonien in Afrika und auch der Zufahrtsweg zu Indien, was schon unabhängig war, lagen. Für Frankreich lag das Hauptmotiv darin, dass Ägypten der wichtigste Unterstützer, der wichtigste politische Unterstützer, einer der wichtigsten, ich sage nicht der wichtigste, aber einer der wichtigsten militärischen Unterstützer auch der Nationalen Befreiungsfront in Algerien war. Im Fall Israels lag es eben daran, dass Ägypten ein Zentrum des erwachenden arabischen Nationalismus war. Jedenfalls, dieses Bündnis war besonders eng und Frankreich hat in dieser Zeit auch Verbrechen begangen, die, denke ich, wenn man an den Algerienkrieg denkt, seine wichtigsten Nachkriegsverbrechen war. Das sorgt dafür, dass die Position sowohl des rechten als auch des linken Spektrums, sowohl des Establishments, der sozusagen die Ideologie prägenden Zentren der Gesellschaft, der Medien und so weiter, notgedrungen sich verschoben hat durch diese Nachkriegskonstellation. Auf dem rechten Spektrum zum Beispiel, also jetzt auf dem außerinstitutionellen rechten bis rechtsextremen Spektrum, hat sich in dieser Zeit eine Verschiebung eingestellt, die darin besteht, dass der Antisemitismus zwar noch fortbestand, aber modifiziert wurde, beziehungsweise eine andere Rolle erhielt, die, sagen wir mal, die extreme Rechte in Frankreich bis in die 80er Jahre hineingeprägt hat. Seit den späten 80ern gibt es erneut eine gewisse Veränderung. Ein gewisser Jean-Marie Le Pen, der heute noch eine gewisse Rolle spielt in der französischen Politik, war zum Beispiel als Offizier an der Suez-Expedition beteiligt, war auch am Algerienkrieg beteiligt als freiwillig dienender Offizier und hat damals seine große Liebe für die kämpfenden israelischen Soldaten entdeckt. Le Pen war aber damals schon Antisemit, Le Pen ist auch heute noch Antisemit, das kann man in seinem Diskurs also ziemlich eindeutig nachweisen. Nur wurde sozusagen diese historische Schicht, die aus der
extremen Rechten, die sich in Frankreich im frühen 20. Jahrhundert nicht großartig unterschied von der extremen Rechten in Deutschland oder anderswo, wurde überlagert durch die neue historische Schicht, wo es einerseits so war, dass die extreme Rechte eben gesagt hat, wenn wir jetzt für Israel sind, dann werden wir sozusagen ein gewisses Makel, nämlich sozusagen die Teilnahme am deutschen Vernichtungsprogramm los, weil wir jetzt ja sozusagen auf der Seite derer, die für die Mehrheitsgesellschaft die Guten sind, stehen. Andererseits war es auch so, dass Le Pen sich damals sagte, dass es vielleicht die Chance gäbe, dessen, was die Rechten die Judenfrage nennen, zu lösen, wenn nämlich die europäischen Juden aufhören, als Minderheit in der Diaspora in den europäischen Nationen zu leben und sozusagen diese von innen heraus zu zersetzen, wie ein Antisemit es nennen würde. Und wenn sie sozusagen ihre eigene Nation getrennt von den europäischen Nationen im Nahen Osten bilden, als wehrhafter Staat, der auch militärische Siege davon trägt. Da kann es unter Umständen möglich sein, dass eben die Juden aufhören, diese besondere Rolle zu spielen, das heißt sozusagen die aus antisemitischer Sicht die Nation von innen heraus zu zersetzen, dass sie vielleicht irgendwann zur ganz normalen Nation werden, die eben auch einen militärischen Bündnispartner gegen den gemeinsamen Feind abgeben könnte. Das war sicherlich eine Sicht, die die französische extreme Rechte der 60er und 70er Jahre, die also vor allem von der Konstellation der Kolonialkriege geprägt war im französischen Falle, geprägt hat. Diese Sicht ist allerdings aufgebrochen, das heißt, es gibt sozusagen die Rückkehr des klassischen Antisemitismus, der sich zum Teil auch gegen Israel wiederum richtet, weil es in den Jahren um 1987, 88 ein gewisses Umkippen wieder gab im Diskurs der extremen Rechten. Das kann man konkret festmachen an Le Pens Ausfällen vom September 1987, wo er das Wort vom Detail der Geschichte geprägt hat. Also sagte, die Frage der Existenz der Gaskammern ist ein Detail der Geschichte. Was vorausging ist, dass Le Pen von einer rechten israelischen Partei oder von Vertretern einer rechten israelischen Partei zu einem Dinner eingeladen war in New York im Februar 1987 und dort eben, die wollten dort eben aufs Tuch fühlen und wissen, wie er drauf ist. Und diese Leute hatten, also das war damals die Herut-Partei, heißt auf Deutsch Freiheitspartei, das war der Vorläufer des Likud-Blocks, und er hat sich dann mit 50 Leuten in New York getroffen zu einem Dinner, also waren Leute von dieser Herut-Partei dabei und US-amerikanische Juden und Leute von World Jewish Congress, und diese Leute, die also politisch überwiegend rechts standen, die stellten Le Pen dann auch die Bescheinigung aus, die er wollte, nämlich, dass er kein Antisemit sei, sondern vielleicht ein bisschen rechts, ein bisschen autoritär. Diese Leute verglichen Le Pen mit dem General Sharon und meinten das durchaus als Kompliment. Le Pen fuhr also nach Hause und war der Ansicht, da er gleichzeitig fest überzeugt war, dass es sozusagen jüdische Strippenzieher gibt, die eine geheime Macht über die Welt ausüben, also die antisemitische Vorstellung, dass es sozusagen Strippenzieher gibt, die komplottartig das Weltgeschehen beeinflussen und beherrschen, war er überzeugt, dass er jetzt, da er mit den Strippenziehern an einem Tisch gesessen habe, jetzt sozusagen nichts mehr zu befürchten habe, wenn er in gewissen Fragen auch das bekennt, was er wirklich denkt. Und kontrollierte sich dann in der Folge etwas weniger. Das heißt, er gab auch Interviews, wo er Sympathien für die Ideen der Geschichtsrevisionisten, die eben sagten, dass es unter Hitler keinen Massenmord oder zumindest keinen geplanten, fabrikmäßigen Massenmord gegeben habe, bekundet hat. Das wiederholte er dann in einem Fernsehinterview, eben der berühmte Fernsehauftritt am 13. September 1987, wo aber die Journalisten ihm dann auf den Zahn zu fühlen begannen und wo sie dann sagten, Moment, Sie sagen hier, die Leute müssen forschen dürfen und ihre Meinung frei bekunden. Denken Sie denn, dass man zu den Gaskammern wirklich frei diskutieren kann? Und dann sagt Le Pen eben, wie muss ich dran glauben? Und dann kam eben dieser Satz mit dem, also das sei eine ungeklärte Frage, aber das sei ein Detail der Geschichte zu wissen, ob es die nun gegeben habe oder nicht. Und daraufhin wurde er aber dafür in der Öffentlichkeit sanktioniert. Es kam also auch zum Bruch von konservativen Kreisen in westlichen Ländern mit Le Pen. Le Pen war zum Beispiel eingeladen zum Parteitag der britischen Tories, der britischen Konservativen von Margaret Thatcher in Blackpool, und wurde daraufhin nach diesen Ausfällen im Fernsehen ausgeladen, weil die gesagt haben, also jetzt ist er für uns nicht mehr nur ein autoritärer Nationalist, sondern wenn er sozusagen Sympathien für den Nationalsozialismus bekundet, dann ist da ein Bruch und das können wir sozusagen nicht mehr mittragen. Also wenn er ein pro-westlicher Autoritärer gewesen wäre, der Apartheid Südafrika verteidigt, was er gemacht hat, die Kolonialkriege verteidigt, das wäre sozusagen noch gegangen, das hätten wir noch gut gefunden, aber Sympathien für Hitler, das ist sozusagen der Tabubruch, den wir nicht mittragen können. Und seit dieser Zeit hat dann eben ein gewisser Paradigmenwechsel wieder stattgefunden, wo dann Le Pen eben auch von seinen in den 80er Jahren noch
an den Tag gelegten Pro-US-Sympathien eher übergegangen ist zu eher so rechten antiamerikanischen Positionen, die zum Teil sich decken mit dem, was ich weiß, von dem, was Jörg Haider zum Beispiel während des Irakkrieges gesagt hat. Also Jörg Haider hat auch Le Pen, glaube ich, Saddam Hussein 2002 getroffen, aber Le Pen hat eben auch dann solche außenpolitischen Positionen eingenommen. Das begann dann in der Zeit um 1989, einerseits aus dem Grunde, weil er eben in gewissen Kreisen plötzlich nicht mehr nur als pro-westlicher Autoritärer, der auch an der Seite der USA und Israel stehen könnte, wahrgenommen wurde, sondern als jemand in der Nazi-Tradition, was die Wahrnehmung völlig änderte. Und weil gleichzeitig nach 1989 das Herangehen der extremen Rechten eben auch war, dass man sagte, okay, der Kommunismus ist nicht mehr der Hauptfeind, der Kommunismus ist tot, so sagten sie damals jedenfalls. Und deswegen kann man sich jetzt sozusagen absetzen von den USA und einen eigenständigen rechten Alternativansatz begründen, der sozusagen sich vom westlichen Liberalismus absetzt, was sie in den 80er Jahren vorher so nicht gesagt hatten. Also dieser Hintergrund sorgt dafür, dass ich sage, einerseits die Frage des Antisemitismus ist in Frankreich sicherlich nicht gering zu schätzen, sondern sie ist mit neuer Dringlichkeit aufgebrochen durch den Aufstieg von Le Pen seit den 80er Jahren und mit dem Paradigmenwechsel, der bei Le Pen in den 80er Jahren eingesetzt hat. Aber dennoch gibt es einen historischen Hintergrund, der dafür sorgt, dass die Frage des Verhältnisses zum israelischen Staat und dem, was der israelische Staat konkret macht, also die Militärpolitik und die Siedlungspolitik, die er betreibt, in Frankreich immer auch, nicht ausschließlich, aber immer auch wahrgenommen werden muss, als eine Frage, die verhandelt wird mit der Wahrnehmung der eigenen französischen Kolonialgeschichte, die mit der israelischen Geschichte vor allem in den 50er und 60er Jahren eben sehr eng verwoben war, verwoben gewesen ist. Frankreich hat in dieser Zeit Israel, es ist Frankreich, das in der Zeit mit Billigung durch die USA, aber selber aktiv Israel die Technologie für die Atombombe zum Beispiel gegeben hat. Also die Technologie kam damals aus dem gaullistischen Frankreich. Das sorgt dafür, dass, denke ich, die Frage der Wahrnehmung der israelischen Politik in Frankreich eben immer stark auch durch dieses Filter sozusagen, dass es eine Kolonialpolitik und vergleichbar mit der Kolonialpolitik Frankreichs wahrgenommen wird. Ein Filter, der wiederum bei der deutschsprachigen Linken fast völlig fehlt, weil die deutschsprachige Linke oder zumindest die deutsche Linke sich mit einer Kolonialvergangenheit des eigenen Landes kaum auseinanderzusetzen hatte, weil Deutschland, von Österreich will ich gar nicht reden, das keine Kolonien in dem Sinne hatte, aber Deutschland zum Beispiel seine Kolonien unfreiwillig, aber real mit dem Ausgang des Ersten Weltkriegs verloren hatte. So, jetzt zum zweiten Strang der Frage des im weiteren Sinne antiimperialistischen Weltbilds. Dazu möchte ich Folgendes sagen, also das wird in einem Buch auch behandelt. Ich möchte da von einem Zeitkern sprechen. Das heißt, es gibt Sachen, die sind in einem bestimmten historischen Rahmen, in einer bestimmten Konstellation richtig, können aber völlig falsch werden, wenn sie außerhalb eines bestimmten historischen Rahmens verhandelt werden. Das, was heute sozusagen das antiimperialistische Weltbild ausmacht, ist ein Ansatz, der in der Linken zentral war in den 60er, 70er und zum Teil noch in den 80er Jahren, was damals auch einen guten Grund hatte. Also in den 60er Jahren war für wesentliche Teile der westlichen Linken der zentrale Ansatz der, dass gesagt wurde, also die soziale Frage in den Ländern, wo wir tätig sind, ist relativ, nicht total, nicht vollständig, aber doch zu wesentlichen Teilen stillgelegt oder sagen wir mal eher ist die Sprengkraft genommen, weil es eben ein unterschiedliches Funktionieren des Kapitalismus in seinen Zentren, in den Ländern, wo sozusagen die Konzernzentralen sitzen, wo die weltwirtschaftlichen Strukturen ihren Sitz haben, angesiedelt sind, einerseits und in den ehemaligen Kolonien und in den sogenannten Entwicklungsländern andererseits ein unterschiedliches Niveau von Unterdrückung, von Ausbeutung, von menschlicher Arbeitskraft, von Rohstoffen, von Umwelt und so weiter gibt. In Anlehnung an die Imperialismustheorien, wie Lenin, aber auch Rosa Luxemburg sie vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt hatten. Also Lenin hat ja seine Theorie entwickelt, um zu begründen, warum aus seiner Sicht Teile der Arbeiterbewegung sich bereit fanden, in die Falle des Patriotismus und der sogenannten Vaterlandsverteidigung zu gehen beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Warum es also Kriegsunterstützung von Fraktionen, von der Mehrheitsfraktion der Sozialdemokratie zum Beispiel in Deutschland für die Kriegsführung im Ersten Weltkrieg gab.
Und Lenin hat das eben versucht damit zu begründen, dass er sagte, die Arbeiterklasse in den, oder Teile der Arbeiterklasse, er sprach damals von der obersten Schicht, von der Arbeiteraristokratie, die profitieren eben auch von der Überausbeutung, die in den Kolonien stattfindet, wo sozusagen nochmal härter zugelangt wird bei der Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft und wo man sozusagen zumindest Teilen der Arbeiterschaft in den Metropolen auch ein paar Krümel abfallen lassen kann. In ansatzweise Abwandlung oder in teilweise Abwandlung dieser Theorie, aber unter Beibehaltung sozusagen ihres Erklärungskerns, hat ein wesentlicher Teil der Linken in den 60er Jahren in den westlichen Kernländern eben gesagt, okay, also wenn es hier keine größeren revolutionären Tendenzen, sondern eher sozialpartnerschaftliche Tendenzen gibt, dann liegt es eben auch daran, dass es in den ehemals kolonisierten und jetzt frisch unabhängig gewordenen, aber noch wirtschaftlich abhängigen Ländern ein Überausmaß an Ausbeutung gibt, was dafür sorgt, dass man hier sozusagen dieses Ausbeutungsverhältnis maskieren oder in sanftere Erscheinungsform auftreten lassen kann. Und deswegen muss man diese beiden Ebenen, die der weltweite Kapitalismus hat, miteinander verbinden und sozusagen die Radikalität der Auseinandersetzung, die anderswo geführt wird, hierher zurückbringen, um auch hier die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Das war der zentrale Ansatz in den 60er Jahren, der durchaus eine gewisse realen materiellen Kern hatte. Wenn ich zum Beispiel an mein Beispiel Frankreich wieder anknüpfen darf, in Frankreich war es durchaus so, dass man zum Beispiel die gewaltige gesellschaftliche Erschütterung, die der Mai 1968 in Frankreich war, was also nichts zu tun hat mit dem, was der Mai 1968 in Deutschland, in Westdeutschland oder auch in Österreich war. Also in Westdeutschland war 1968 überwiegend der Jugend- und Studierendenbewegung. In Österreich hat mir mal jemand gesagt, es sei ein warmes Viertelstündchen gewesen. Ich kann es nicht beurteilen, aber es gibt sogar ein Buch mit dem Titel. Eine warme Viertelstunde, gut. Also in Frankreich war es etwas mehr als eine Viertelstunde und es war auch etwas mehr als nur warm. Sondern in Frankreich war der Mai 1968 das, was in Westdeutschland die radikalisierten Studenten gewollt hätten, aber was sie nicht bekommen haben, nämlich es war ein Generalstreik, an dem 8 bis 10 Millionen abhängig Beschäftigte teilgenommen haben und den Staatschef, General de Gaulle, den Präsidenten de Gaulle in die Flucht gezwungen hat. De Gaulle ist also bekanntlich nach Baden-Baden, nach Süddeutschland gefahren, um mit der französischen Armee zu verhandeln, ob sie nicht eingreifen will. Aber diese gesellschaftliche Erschütterung kann man nicht verstehen, wenn man nicht an die Vorgeschichte des Algerienkrieges zum Beispiel denkt, weil es tatsächlich so ist, dass alles, was in Frankreich radikal, gesellschaftskritisch und außerhalb der etablierten Linksparteien Sozialdemokratie und KP stand, all das hat sich im Widerstand gegen den Algerienkrieg zusammengefunden, wo es eben Deserteursbewegungen gab, wo es Antikriegskampagnen gab, wo es Zeitschriften gab, wo sich Parteien gründeten außerhalb der Sozialdemokratie, die für den Krieg war, die sogar während des Krieges regiert hat, aber auch außerhalb der KP, die den Widerstand gegen den Krieg zumindest jahrelang, nicht am Schluss, aber in den ersten zwei Dritteln der Dauer dieses Krieges gelähmt hat, weil sie eben ins Bündnis mit der Sozialdemokratie rein wollte. Das heißt, eine Zeitschrift wie Socialism ou Barbarie, also Sozialismus und Barbarei, die im Mai 1968 eine wichtige Rolle spielte, eine Partei wie der PSÜ, also die Vereinigte Sozialistische Partei, die so eine linkssozialistische Partei oder linksalternative Partei war, linkschristliche Kräfte, trotzkistische Kräfte, anarchokommunistische Kräfte, libertärkommunistische Kräfte, all das kam sozusagen in Gärung, in Aufwallung während des Algerienkriegs und hat sich auch zusammengefunden, hat auch zum Beispiel wesentliche Brüche bewirkt in der Studierendengewerkschaft. In Frankreich sind die Studierenden auch in Gewerkschaften organisiert und es gab damals vor allem eine, die UNEF, die eben auf ihren Kongressen auch radikale Resolutionen dank dieser Kräfte, die ich benannt habe, gegen den Krieg verabschiedet haben. Also alle diese Kräfte bildeten sich und fanden auch zusammen im Widerstand gegen den Algerienkrieg. In der Zeit fand die Radikalisierung von Intellektuellen, von Aktivisten auf dem linken Flügel der KP statt, die dann danach ausgeschlossen wurden aus der KP, weil sie zu viel Eigeninitiative ergriffen hatten und die dann sozusagen zum Salz in der Suppe waren, den Mai 1968 ausgelöst hat, in der Studierendenschaft, bei den Intellektuellen, die sozusagen die Träger und die Sprecher des Mai 1968 herausbildeten. Das heißt, diese Idee, dass die Kämpfe um Ausbeutung und Unterdrückung anderswo mit härteren Bandagen geführt werden, dass das System sozusagen anderswo sein wahres Gesicht zeigt oder seine Kapazitäten, die ihm innewohnen, an Unterdrückung anderswo unverhüllter an den Tag legt, dass man aber diesen Impuls hierher zurückführen kann und auch Kämpfe hier darum entwickeln kann.
Das war einerseits reale Erfahrung, wurde aber andererseits auch zum Ansatz, der damals sozusagen eine Zeit lang so schien ist, scheinbar zur Revolutionierung der Gesellschaft beitragen konnte. Also im Mai 1968 war es tatsächlich so, dass sozusagen hier und dort rückgekoppelt wurden, weil der Mai 1968 eben auch die Zeit der Mobilisierung gegen den Vietnamkrieg und zu anderen internationalen Themen war. In Westdeutschland zum Beispiel spielte die Kampagne gegen den persischen Schah eine große Rolle. Also der erste Tote auf einer Demonstration in den 60er Jahren in Deutschland war Benno Ohnesorg, der bei einer Demonstration gegen den Schah, gegen den Besuch des persischen Schah in Westberlin von einem Westberliner Polizisten getötet wurde. Dieser Ansatz hatte dann aber, oder dieser Ansatz bewies dann aber gleichzeitig seine historische Begrenztheit und kam sozusagen an seine Grenzen aus zwei Gründen. Das eine ist, dass es in den 60er Jahren tatsächlich in der weltweiten wirtschaftlichen und politischen Ordnung Umbrüche gab, die sowas wie einen emanzipatorischen Überschuss in sich trugen. Ich erkläre meine Worte. Also es gab Umbrüche der Gestalt, dass die traditionellen Kolonialimperien Frankreich, Großbritannien, Spanien, Portugal zusammenbrachen im Zeitraum zwischen Ende der 40er Jahre, was Britisch-Indien betrifft, und sagen wir mal 1975, als die portugiesischen Kolonien unabhängig werden, Angola, Mosambik, Guinea-Bissau. In diesem Zeitraum gibt es sozusagen einen Umbruch in der Weltordnung, der tatsächlich den weltweiten Kapitalismus nicht abschafft, weil auch danach in vielen dieser Länder noch kapitalistische Produktions- und Eigentumsverhältnisse herrschen, aber zu einem wichtigen Formwandel zwingt und gleichzeitig die Systemkonkurrenz neu in Schwung bringt, weil viele der frisch entkolonisierten oder sich frisch befreit habenden Länder Kontakte zu dem anderen weltpolitischen Block, der eben noch existiert, also zum sowjetischen Block, knüpfen. Diese Bewegungen haben auch einen emanzipatorischen Überschuss, weil was real stattfindet, ist die Gründung neuer Staaten, die sich also auch blockpolitisch zum Teil anders orientieren, die eben zum Teil den kapitalistischen Staaten den Rücken wenden und sich den Staaten des sowjetischen Blocks zuwenden. Aber was die Mehrheit der Gesellschaften und auch viele der Leute, die in diesen nationalen Befreiungsbewegungen kämpfen oder aktiv sind, bewegt, ist natürlich nicht nur die Hoffnung, einen neuen Staat zu gründen, damit man halt einen Staat und eine Flagge und eine Hauptstadt hat, sondern ist gleichzeitig die Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft oder auf eine andere Gesellschaft, auf weniger Ausbeutung, auf weniger soziale Ungerechtigkeit, die damit verbunden wird. Dieser emanzipatorische Überschuss schwingt immer mit und erklärt den gesellschaftlichen Resonanzboden sozusagen dieser nationalen Befreiungsbewegung, weil natürlich die Mehrheit der Bevölkerung in diesen Ländern, die unterdrückt sind und die wirtschaftlich ausgebeutet werden, sich vom Wechsel der Staatsmacht, also vom Abzug der Kolonialtruppen und von der Begründung eines neuen Staates erhofft, dass sich ihr Leben dadurch ändert. Dieser emanzipatorische Überschuss ist irgendwann erschöpft, deswegen, weil irgendwann die neuen Staaten einfach existieren. In den neuen Staaten finden natürlich auch gesellschaftliche Orientierungskämpfe statt. Also es gibt linke und rechte Flügel, es gibt unterschiedliche Fraktionen, es gibt unterschiedliche Phasen, die durchlaufen werden von diesen Regimen. Was weiß ich, in Algerien gibt es tatsächlich eine Phase in den 3, 4 Jahren nach der Unabhängigkeit, wo man versucht, den Selbstverwaltungssozialismus zu praktizieren, wo es besetzte Betriebe gibt, wo große Landflächen besetzt werden durch die Landarbeit in Eigenregie betrieben wird. Aber irgendwann ist da auch der Zapfen ab und irgendwann beginnen also die Staaten, die sich da gegründet haben, sich zu stabilisieren. Es beginnen sich Regime, Machtapparate, konservative Eigeninteressen dieser Machtapparate herauszubilden. Und irgendwann sind das eben keine Entkolonialisierungskämpfe mehr, sondern innergesellschaftliche Kämpfe, die innerhalb eines Staates ausgetragen werden. Aber der Impuls ja sozusagen darauf setzte, dass der Zusammenbruch der Kolonialimperien und der Kampf nationale Bewegung in diesen Ländern gegen westliche Interessen und für den Abzug der westlichen Interessen, dass der zu einer Umwälzung führt, der erschöpft sich irgendwann, weil diese Staaten sind nun mal da. Es gibt kaum noch Staaten, die man neu gründen konnte. Es gibt sozusagen Grenzen. Es gibt eine eigene Souveränität, die begründet worden ist. Und der Kampf, der jetzt stattfindet, ist nicht mehr ein Kampf, um eine Souveränität dort zu begründen, sondern ist der Kampf um die Verteilung des gesellschaftlichen Mehrprodukts und ein Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung in diesen Ländern, wie in allen anderen Ländern auch. Das heißt, der Ansatz, der darauf setzte, dass der Kampf für die Begründung von Souveränität und für den Entzug von westlicher Herrschaft über diese Territorien, also von unmittelbarer Herrschaft, mit der eigenen Armee drauf, mit einer eigenen Kolonialverwaltung, mit eigenen Siedlern, dieser Kampf
kommt irgendwann an sein Ende, weil er kein Objekt mehr hat, weil er sozusagen gegenstandslos wird, weil die Geschäftsgrundlage wegfällt, weil es keine neuen Staaten mehr zu begründen gibt. Die sind einfach da. Das ist die historische Begrenztheit. Gleichzeitig gibt es eine gewisse Diskreditierung auch dieses Ansatzes durch reale Begebenheiten, weil einige, nicht alle dieser Regime, aber einige dieser Regime auch im Namen der Befreiung, der Begründung eigener Souveränität, der Verfolgung eigener nationaler Interessen durchaus hässliche oder paranoide Regime begründen. Ja, es gibt durchaus Länder, die befreit werden von westlicher Vorherrschaft, wo eigene nationale Souveränität begründet wird, wo relativ menschenfreundliche Verhältnisse herrschen. Ich denke an das Algerien zur Selbstverwaltungs- oder auch noch später zur staatssozialistischen Zeit. Ich denke an Nicaragua, nachdem der US-freundliche Diktator Somoza gestürzt worden ist. Ich denke auch an die Anti-Apartheid-Staaten, die ehemals portugiesische Kolonien waren im südlichen Afrika in den 70er Jahren. Es gibt also durchaus Staaten, wo das zu relativ menschenfreundlichen Verhältnissen geführt hat. Es gibt aber eben auch Staaten, die aus politischer Naivität oder aus einer binären Weltsicht, die sozusagen nur gut und böse, westlich alias Unterdrücker und eigene nationale Souveränität alias Befreier kennt, die diese hässlichen, immer hässlicher werdenden Regime unterstützt hat. Ich denke an Regime wie das von Sékou Touré in Guinea, der also paranoid war, der Tausende von Leuten in tropische Konzentrationslager gesperrt hat. Ich denke an ein Regime wie das von Pol Pot in Kambodscha, um die bösartigste Karikatur zu nehmen. Und es gibt eben auch Einbrüche, gesellschaftliche Umbrüche, die im Namen des eigenen Interesses sozusagen gegen die westliche Vorherrschaft geführt werden, die aber zu reaktionären Umbrüchen führen, die positiv als vermeintlich progressive Umbrüche positiv durch die hiesige Linke begleitet werden. Ich denke natürlich vor allem an das Beispiel der iranischen Revolution, die sicherlich differenziert betrachtet werden muss, weil unterschiedlichste gesellschaftliche Kräfte, Kommunisten, Liberale, Gewahristen, also Dritte Welt, Nationalisten, Linksradikale, aber eben auch reaktionäre religiöse Kräfte an dieser Revolution beteiligt waren, die also das Regime des Schah 1978-79 gestürzt hat. Aber was danach passiert, ist eben, dass die reaktionärste dieser Fraktionen die Macht ergreift und sozusagen im Namen der Verteidigung das eigene gegen das Fremde, das legitimen national Eigeninteresses gegen die westliche kulturelle, angeblich kulturelle Vorherrschaft, die eben als kulturelle missverstanden wird von den reaktionären Kräften, ein absolut repressives Regime begründet und in den 80er Jahren ein Blutbad anrichtet an den anderen Kräften, an den linken Kräften vor allem, die eben ebenfalls an dieser Revolution beteiligt waren, aber jetzt eben rausgedrängt und von der Macht verdrängt werden. Ein Teil der westlichen Linken hatte das nicht rechtzeitig mitbekommen, sondern hat sozusagen nicht mitgekriegt, dass das, was mal Revolution war, nach ein, zwei Jahren deutlich in Konterrevolution umschlug. Und manche westlichen Linken zumindest hatten diesen Prozess sozusagen dann noch eine Zeit lang begleitet als vermeintlich positiven, zum gesellschaftlichen Fortschritt führenden Prozess, bevor sie dann irgendwann gemerkt hatten, was abging und abgesprungen sind, zumindest die meisten von ihnen. Jedenfalls diese Erfahrungen diskreditieren diesen Ansatz. Deswegen würde ich sagen, was den im engeren Sinne antiimperialistischen Ansatz betrifft, so hat er einen wahren historischen Zeitkern, das heißt, es war eine Bewegung, die oder eine Konzeption der Veränderung im weltweiten Maßstab, die in einer bestimmten historischen Weltsituation in den Jahren zwischen 1945 und, sagen wir mal, den frühen 80er Jahren angemessen war, die den Prozess des Zerfalls der traditionellen kolonialen Imperien begleitet hat, die aber historisch begrenzt war und vor allem, wo man nicht verwechseln durfte, die Hoffnung auf weitergehende Emanzipation, die man unbedingt unterstützen musste und die sich dann eben notwendig in innergesellschaftlichen Emanzipationskämpfen fortsetzen musste, mit dem Staatsgründungsprozess, der halt irgendwann abgeschlossen war. Was nun die Leute, die sich heute auf diesen antiimperialistischen Ansatz noch bruchlos beziehen, so als ob der heute 2006, 2007 so gültig wäre, wie er 1970 gültig gewesen sein mag, was die eben nicht mitbekommen hatten, ist sozusagen diese historische Begrenztheit des Prozesses. Und das erklärt, dass das, was ich als ziemlich blindes Herumtappen in der Weltgeschichte bezeichnen darf, was bestimmte Gruppen auszeichnet, wie zum Beispiel eine bestimmte Koordination, die in Wien ansässig ist, die eben Kräfte, die ich von ihrem politischen Inhalt her als reaktionär einstufen würde, wie zum Beispiel die Kräfte des politischen Islam, eben als, wenn nicht wirklich progressiv, dann zumindest als objektiv progressiv, weil wirklich
weil objektiv antiimperialistisch betrachtet, weil sie eben als Fortsetzer, als historische Verlängerung der antikolonialen oder der Entkolonialisierungsbewegung jener Zeit betrachtet werden. Aber spätestens an dem Punkt würde ich eben sagen, auch wenn es stimmt, dass es bestimmte Länder gibt, die sozusagen ihren Staatsgründungsprozess nicht in der Hochphase der Entkolonialisierungsbewegung geschafft haben, wo es zwar Bevölkerung gibt, die einen eigenen Nationalstaat anstreben oder in ihrer Mehrheit anstreben, wie zum Beispiel in Kurdistan, aber eben auch in Palästina, da kann man zwar sagen, dieses Anliegen ist als solches grundsätzlich legitim, aber es fällt eben nicht mehr in eine Periode, wo das begleitet war von einem weltweiten Aufbruchsprozess, wo das sozusagen mit sozialistischen Vorzeichen überdeterminiert war und mit der weltweiten Situation, wo man das unter sozialistischen Vorzeichen machen konnte. Also sozusagen Bündnisse eingehen mit anderen Ländern, die frisch entkolonialisiert waren, mit Befreiungsbewegungen, die dort an der Macht sind und irgendwo auch noch mit einem taktischen Bündnis mit den Ländern des sowjetischen Blocks, um die Systemkonkurrenz auszunutzen, sondern heute fällt das in eine Periode, wo eben dieser sozialistische Aufbruch und der Versuch, die Begründung eines eigenen Staates mit der Begründung einer neuen Weltwirtschaftsordnung und dem Ende eben einer strukturellen Ausbeutung weltwirtschaftlichen Rahmen zu verknüpfen, wo dieser Kontext weggefallen ist und wo sozusagen der nationale Aufbruch oft unter reaktionären Vorzeichen, das heißt dem Vorzeichen, die gute eigene Identität oder die gute eigene Religion gegen die Böse der anderen zu verteidigen, oftmals geführt wird. Das heißt, in dieser Phase ist sozusagen dieses blinde Setzen auf, das wird schon alles in die progressive Richtung gehen, was da abläuft, ist sozusagen, fällt historisch in eine Periode, wo es nicht nur falsch, sondern gefährlich werden kann und wo man zumindest genau hingucken und differenzieren müsste zwischen progressiven und reaktionären Kräften, die es eben in diesen Gesellschaften gibt. Jetzt noch relativ kurz zu dem dritten Strang, also das, was in Deutschland der antideutsche Ansatz heißt. Ich führe das deswegen hier nicht so ausführlich aus, wie ich das bei den Vorträgen in Deutschland mache, weil es in Deutschland eben sehr viel präsenter ist, das sogenannte antideutsche Phänomen. Jedenfalls, es gibt sozusagen den radikalen Gegenansatz zu dem antiimperialistischen Weltbild, der in der deutschen Linken so in den Jahren 1989, 90 entstanden ist. Also ein Umbruchprozess in der deutschen, vor allem westdeutschen radikalen Linken jener Zeit, den ich damals eben auch aktiv begleitet habe, ohne zu wissen, was dabei rauskommen wird, sonst hätte ich vielleicht mich an manchen Punkten anders entschieden. Diesen Umbruchprozess kann man nur verstehen, wenn man drei Faktoren benennt. Der eine Faktor ist eben die Krise oder die Infragestellung des antiimperialistischen Weltbilds, wie es der Weltordnung von, sagen wir mal, von vor 1989 entsprach, als es eben noch die bipolare Weltordnung gab mit dem westlichen Lager, mit dem realsozialistischen Lager oder sowjetischen Block und den Trikontstaaten oder Dritte Weltländer, die diese Systemkonkurrenz irgendwie noch für sich ausnutzen konnten, um irgendwelche Handlungsspielräume rauszuholen. Das geht ja aus dem hervor, was ich dazu gesagt habe. Der zweite Faktor ist die Erfahrung von Massenbewegungen oder sozialen Aufbrüchen oder was heißt von gesellschaftlichen Aufbrüchen in den 80er Jahren, die durch die Linke in Deutschland begleitet, zum Teil anfänglich euphorisch begleitet wurden, wo sich aber eben auch eine gewisse Fragwürdigkeit im Laufe der Jahre abzeichnete oder herausschälte und wo sich eben hinterher herauskristallisierte, dass auch da zwischen potenziell progressiven und potenziell reaktionären Elementen unterschieden werden musste. Also ich erkläre das an einem Beispiel, man könnte es auch an anderen Beispielen durchdeklinieren, wie der Ökologiebewegung in den 80er Jahren, aber ich denke, das flagranteste Beispiel ist die Friedensbewegung. Die Friedensbewegung in Westdeutschland in den 80er Jahren war tatsächlich die breiteste soziale Bewegung, also außerhalb der Gewerkschaftsbewegung, die Nachkriegsdeutschland erlebt hat. Sie war aber ein Aufbruch, der zumindest doppelköpfig war, also janusköpfig oder doppelgesichtig. Also es gab einerseits ein Anliegen, was durchaus legitim und rational begründet und richtig war, also ein Anliegen, die gewachsene Kriegsgefahr in der Welt, die eben noch von der bipolaren Weltordnung NATO gegen den sowjetischen Block geprägt war, also diese Kriegsgefahr einzudämmen oder das Stattfinden eines internationalen Krieges zu verhindern. Diese Gefahr war durchaus da, weil in der Zeit, als die USA eben unter der Präsidentschaft von Ronald Reagan ihren Vietnamkriegsschock oder ihr Vietnamkriegstrauma überwunden hat, tatsächlich ein starker neuer Impuls für eine neue Aufrüstung gesetzt wurde, wo eben versucht wurde, massiv mit militärischem Druck, namentlich in der sogenannten Dritten Welt, Boden wieder gut zu machen, also mit den Interventionen zum Beispiel in Mittelamerika und so weiter. Und wo es tatsächlich Kreise gab,
bereit waren, bis zum militärischen Clash zu gehen. Das war eben die Zeit, wo in Teilen der Eliten auch über der politischen und militärischen Eliten auch etwa über die Gewinnbarkeit eines Atomkrieges nachzudenken begonnen wurde, indem eben gesagt wurde, okay, also bisher war ein Atomkrieg Selbstmord, aber wenn man es schafft, die Waffen so zu verkleinern, im Laborator zu miniaturisieren, dass man eben nicht mehr die ganze atomare Vernichtungskraft verpulvert, raushaut, die man hat, sondern kleine miniaturisierte Atomwaffen einsetzt, um, was weiß ich, die gegnerischen Atomwaffendepots, die Bunker zu brechen, dann kann ein Atomkrieg durchaus führbar und gewinnbar werden. So die Überlegung, die damals begann in den 80er Jahren, die auch jetzt konkret heute ihre Niederschläge findet, weil es inzwischen eben den Begriff der Mini-Nukes gibt, also der miniaturisierten Atomwaffen. Das ist durchaus eine Entwicklung, die sowohl in den USA als auch in Frankreich in den letzten 3-4 Jahren sozusagen erstmals in ein relativ entwicklungsreifes Stadium gebracht worden ist. Deswegen hat Frankreich auch seine Atomwaffentests im Südpazifik eingestellt, weil sie das inzwischen eben im Labor machen, um an diesen Entwicklungen zu arbeiten. Also diese Kriegsgefahr war durchaus real in der Welt, aber es gab eben auch die zweite Ebene, die Ebene der Vorstellungen, die durch diese Bewegung, die Friedensbewegung transportiert wurden, die zum Teil halluziniert waren oder zum Teil ideologisiert waren und ideologisch verzerrt waren. Also was meines Erachtens ist, aus eigener Beobachtung und aus kritischem Rückblick auf jene Jahre eine starke Triebkraft war, also nicht bei allen Leuten, die bei dieser Bewegung mitgemacht hatten, es waren eigentlich alle Flügel der Linken bei dieser Bewegung dabei, bis auf die Autonomen, die also auch sagten, wir sind auch gegen den Krieg und gegen die Aufrüstung der NATO, aber wir sind keine Friedensbewegung, wir sind eine Antikriegsbewegung, um sich eben abzusetzen von dem Mainstream, aber sagen wir mal zumindest bis auf die Autonomen, die sich als Antikriegsbewegung nannten, waren alle Flügel der Linken bei dieser Kriegsbewegung bei. Aber daneben war eben auch noch eine ganze Masse anderer Kräfte dabei in dieser Friedensbewegung, die, wenn man sich das ideologisch anguckt, eine relativ trübe Suppe war. Und was zumindest für wesentliche Teile dieses Spektrums ein wesentlicher Antriebsmotor war, war die Angst, wenn es wieder Krieg gibt, dann wird er wieder letzte Krieg auf unsere Köpfe sozusagen niedersausen und es wird sozusagen das Feuer wird wieder unsere Städte verbrennen, weil in einem Teil der deutschen öffentlichen Meinung ist es tatsächlich so, dass es eine stärkere Abneigung gegen Kriege oder Militärinterventionen gibt, als es zum Beispiel in Frankreich der Fall ist. Aus einem ganz einfachen Grunde: für Frankreich war der letzte große Krieg, der auf französischem Boden stattfindet, der Zweite Weltkrieg, war ein Krieg, der zur Befreiung des französischen Staatsgebiets geführt hat. Und Frankreich führt eben Militärinterventionen in afrikanischen Staaten, in seinem postkolonialen Hinterhof aus, ohne dass es deswegen in Frankreich, auf französischem Territorium, zu Schäden käme, sodass es irgendwo gesellschaftliche Normalität ist, die man anklagen und kritisieren kann, aber das ist die Realität. In Deutschland dagegen war bis vor kurzem, ist zum Teil immer noch ein wesentlicher Bestandteil des kollektiven Bewusst- oder Unterbewusstseins, dass das letzte Mal, als es einen großen Krieg gab, das eben dazu führte, dass am Schluss die deutschen Städte dabei versenkt worden sind und dass deswegen Krieg schlecht ist. Es gab also durchaus Leute, die aus dem Motiv, Krieg ist deswegen schlecht, weil er für Deutsche schlecht ist und weil wir am Schluss die Opfer dabei werden, gegen Aufrüstung und gegen die Gefahr eines eventuell atomar geführten Krieges in Europa auf die Straße gingen oder mobil machten. Ich mache das immer fest an einer Figur, die also auch nicht repräsentativ ist für die gesamte westdeutsche Friedensbewegung der 80er Jahre, um Gottes Willen, die aber sozusagen besonders markant ist. Es gab also einen Oberstleutnant, ich glaube, er war Oberstleutnant der Bundeswehr, der zuerst bei der bayerischen CSU war, also ziemlich weit rechts stand, der dann aber im Zuge der NATO-Aufrüstungsdebatte in den 80er Jahren 1983 zu den Grünen übergelaufen ist, der dann Bundestagsabgeordneter bei den Grünen war, der als wesentlicher Sprecher der Friedensbewegung galt. Deswegen, weil er eben gesagt hat, die USA treiben uns arme Deutsche als ihr Opfer, als ihr Bauernopfer in den nächsten Krieg, der dann aber später zum Rechtsradikalen geworden ist und also eine eigene rechtsextreme Bewegung gegründet hat. Der Typ heißt Alfred Mechtersheimer und steht an der Spitze seiner eigenen Bewegung, die also Deutschlandbewegung heißt, die inzwischen also keine größere Bedeutung mehr hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er repräsentativ ist für die gesamte Friedensbewegung, weit gefehlt sogar, aber dass solche Leute noch andere Figuren, es gab noch ähnliche Figuren, da mitschwimmen konnten, ist zumindest, muss mindestens zum Nachdenken anregen. Richtig an dem Ansatz, eben die Kriegsgefahr zu bekämpfen, war durchaus die Vorstellung, es gibt eine Kriegsgefahr, die eben gefährlich ist. Falsch daran war aber die Vorstellung, also nicht nur
gefährlich, weil es an einen bestimmten gesellschaftlichen Resonanzboden rührt, nämlich die Vorstellung, die Deutschen sind die Opfer des letzten Krieges, des Zweiten Weltkrieges, sondern auch falsch in der Interpretation der damaligen Realität war die Vorstellung, die USA oder die beiden Supermächte treiben die armen Deutschen als ihr Bauernopfer in den nächsten Weltkrieg, weil einer der wesentlichen Erfinder der sogenannten Raketenlücke und damit der angeblichen Notwendigkeit, also neue Raketen mit Atomsprengköpfen ab 1983 in Europa aufzustellen, war niemand anders als der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt, der eben 1977 seine Rede hielt in London vor dem Internationalen Institut für strategische Studien, die sozusagen die Vorlage war für den NATO-Doppelbeschuss von 1979, auf dessen Grundlage diese Raketen stationiert worden sind. Also die Vorstellung sozusagen, die Deutschen sind die Opfer und die Amerikaner beschließen, dass die Deutschen in den nächsten Krieg gejagt werden, war als politische Interpretation völlig falsch, sondern es war vielmehr so, dass es auch ein Interesse der westdeutschen und westeuropäischen politischen Elite gab, dass diese Raketen stationiert werden konnten. Ich will es nur ganz kurz anreißen, das war damals die Ankopplungsdebatte. Also es gab die Vorstellung, in einem Teil der US-amerikanischen politischen Elite, wenn es einen Krieg gibt in Europa, dann guckt man sich das an und wenn es nicht gut läuft, dann hält man sich raus und lässt den Krieg halt als regionalen Krieg vor sich hin schwelen. Und es gab, das war sozusagen die Abkopplungsvision. Und die Ankopplungsvision, das waren die Begriffe, die man damals benutzte, war eben, wenn es Krieg gibt in Europa und da stehen aber Atomwaffen der USA, dann werden notwendig diese Waffendepots auch zum Angriffsziel, also werden notwendig die USA einbezogen, also schießen sie notwendig die Raketen auf sowjetisches Territorium ab, also können die USA sich sozusagen nicht entsolidarisieren, sondern sie können nur den Krieg an der Seite Europas führen. Das war was die Westdeutsche, aber auch andere politische Eliten in Westeuropa damals wollten. François Mitterrand, der damalige französische Präsident, hielt zum Beispiel 1983 seine Rede vor dem Deutschen Bundestag in Bonn, wo er eindringlich vor der Abkopplung, also französisch Découplement, warnte und eben sagte, es muss diese Ankopplung geben und deswegen müssen diese Raketen stationiert werden. Also es war sozusagen nicht nur von den ideologischen Implikationen, die darin bestanden, eben die Deutschen als Opfer des Zweiten Weltkrieges und als Opfer des nächsten Krieges zu verkaufen, nicht nur von den ideologischen Implikationen her gefährlich, sondern es war noch dazu falsch von der Interpretation dessen, was passierte, diese Vision. Das führte also dazu, dass sozusagen das verkoppelt mit der Krise des traditionellen antiimperialistischen Weltbilds in einem Teil der Linken, dass sie eben Ende der 80er Jahre in Teilen der radikaleren deutschen Linken man anfing, sich kritische Fragen zu stellen, die dann sozusagen sich beschleunigten oder sich zur politischen Existenzkrise zuspitzen, als sich eben herausstellte, dass bestimmte Bewegungen immer mehr von der Linken, wo sie mal standen, in die bürgerliche Mitte glitten, wie zum Beispiel die Grüne Partei. Dieser Prozess wurde aber sozusagen begleitet von einem dritten Ereignis, nämlich dem Zusammenschluss der beiden deutschen Staaten, BRD und DDR, der sogenannten Wiedervereinigung, was dafür sorgte, dass es sozusagen für bestimmte Teile der radikaleren politischen Linken, die schon anfingen, sich selbstkritische Fragen zu stellen über die eigene politische Geschichte und dessen, was man politisch mitgemacht hat, dass es sozusagen dieser Prozess begleitet wurde von einer gewissen fast Existenzangst, zumindest von der politischen Existenzangst, weil es eben so war, dass zur Zeit, als die Wiedervereinigung einsetzte, man nicht wusste, wohin dieser Prozess treiben wird, also wie stark dieser künftige deutsche Staat werden wird und vor allem wie stark, welche innenpolitischen Verschiebungen dessen, was man als Wiedererwachen des deutschen Nationalismus analysierte, hervorrufen wird. Das war die Geburtsstunde der sogenannten antideutschen Linken oder antideutschen Bewegung. Auf die Details werde ich jetzt nicht näher eingehen. Also man kann das festmachen an Artikeln und an Zeitungsartikeln. Das wird in dem Buch etwas näher behandelt. Dieser Prozess war sozusagen jedenfalls besetzt von diesem Teil der implodierenden Linken oder diesem Bruchstück, das aus der implodierenden Linken hervorging. Einerseits damit, dass man gesagt hat, das, was da stattfindet, ist überwiegend als ideologische Dynamik, als Wiederkehr des deutschen Nationalismus zu analysieren. Ich denke, im Nachhinein müsste man das nochmal kritischer analysieren, weil ich denke, es gab eine Massenzustimmung zur Wiedervereinigung in der DDR, in der untergehenden DDR, die eben analysiert wurde überwiegend als nationalistische Dynamik. Ich glaube, im Nachhinein muss man sehen, dass es eben auch ganz starke ökonomische Triebkräfte gab. Einfach der Wunsch, dahin zu gehen, wo vermeintlich die besseren Lebensverhältnisse winkten, was ja dann in der Realität auch nicht immer so gelaufen ist. Jedenfalls,
Das war sozusagen die historische Schablone. Diese historische Schablone, damit komme ich zu meiner letzten These, diese historische Schablone floss dann aber in den kommenden Monaten mit der anderen historischen oder anderen aktualitätsbezogenen Schablone ineinander, sodass sich sozusagen ein verzerrtes Bild der Geschichts-, aber auch der Zeitgeschichts- oder der Wahrnehmung der Aktualität ergab, weil es gab sozusagen zwei historische Ereignisse, die zusammenfielen. Die deutsche Wiedervereinigung, also vollzogen mit dem Zusammenschluss von BRD und DDR am 3. Oktober 1990, und die Einleitung der groß angelegten Intervention der USA und anderer westlicher Staaten am persischen oder persisch-arabischen Golf, die also begann mit dem Aufmarsch, mit dem Truppenaufmarsch im August 1990 und dann eben zum Kriegsbeginn, zum Kriegsausbruch am 17. Januar 1991 führte. Als dieser Krieg dann begann, war es eben so, dass die irakische Diktatur auf der Suche nach einer politischen Konstellation, wo sie an die nationalistischen Gefühle der arabischen Massen in den anderen arabischen Staaten appellieren könnte, militärische Handlungen gegen Saudi-Arabien und gegen Israel unternommen hat. Also vor allem mit dem Abschuss einiger Raketen vom Bautyp Scud. Also Scud sind sowjetische Raketen, die aber durch einen deutschen Konzern, durch Thyssen, verlängert worden waren in ihre Reichweite. Militärisch war das weitgehend bedeutungslos. Also es gab zwei Tote in Israel, also ich bedauere diese zwei Toten, aber militärisch war das bedeutungslos, vor allem bedeutungslos im Vergleich zu was damals im Irak passierte, das Flächenbombardement von 30 Staaten, aber führend Frankreich war damals dabei, Frankreich, Großbritannien, USA, im Irak, das 150.000 Tote kostet. Aber politisch wollte die irakische Diktatur damit eine Konfrontation hinbekommen, wo sie sozusagen erscheinen sollte in den Augen der arabischen Massen, das ist so auch nicht aufgegangen, aber das war der Masterplan, als die Macht, die sozusagen heldenhaft Widerstand leistet gegen diese westliche Kriegskoalition und die korrupten Fürsten in Saudi-Arabien, die bei allen Arabern verhasst sind, und eben Israel bekämpft. Saddam Hussein drohte damit. Er hat es nicht wahrgemacht, er hat vermutlich nicht mal die militärischen Mittel dazu besessen, aber er hat jedenfalls damit gedroht, auch aus politischen Gründen und eben um seiner Rhetorik Nachdruck zu verleihen, diese Raketen mit chemischen Sprengköpfen zu bestücken. Sein Regime besaß damals auch chemische Waffen. Also 2003, als sein Land wegen angeblicher ABC-Waffen angegriffen wurde, besaß er vermutlich keine mehr, aber 1991 besaß die irakische Diktatur solche Waffen. Das wusste man, weil sie gegen die Kurden 3 Jahre früher eingesetzt hatte, damals mit Billigung durch Westdeutschland, durch die USA, durch Frankreich, alles drei Mächte, die in ungefähr gleich großem Ausmaß den Irak damals aufgerüstet hatten. Aber der Irak besaß solche Waffen, nur konnte er die mutmaßlich mit den Scud-Raketen gar nicht losschicken, weil die das nicht getragen hätten. Aber die Drohung stand im Raum und das führte dazu, dass es in Israel tatsächlich Reaktionen gab, die von Existenzangst und vom historischen Trauma, also wieder werden wir den Tod durch Gas sterben, hervorriefen und die auch ganz verständliche Reaktionen hervorriefen. Eben die Reaktion, wie kommt es eigentlich, dass Firmen in Deutschland der irakischen Diktatur solches Giftgas liefern? Also weil es waren zum Teil nicht nur, es waren auch US-Firmen, aber auch deutsche Firmen, die diese Waffen oder die Bestandteile für diese Waffen mitgeliefert hatten, also auch britische Firmen und andere. Und das war dann aber sozusagen die historische Kulisse, die wiederum zu einer doppelten Instrumentalisierung in Deutschland führte. Die eine Instrumentalisierung war die durch die bürgerlichen Kräfte, weil vor allem das CDU-nahe Milieu und sozusagen die, sagen wir mal, die bürgerliche rechte Mitte gesagt hat, um unsere historischen Verbrechen wieder gut zu machen, müssen wir jetzt sozusagen, wenn das zweite Mal der Giftgasmord oder der Gasmord an den Juden droht, müssen wir diesmal an der richtigen Seite eingreifen. Deswegen müssen deutsche Truppen oder sollen deutsche Truppen jetzt wieder mit in diesen Krieg ziehen dürfen. Weil die Kohl-Regierung hatte damals, als Deutschland war frisch souverän geworden nach der Wiedervereinigung, die Kohl-Regierung wollte damals eben, dass die Bundeswehr auch wieder international einsetzbar wird. Die zweite Instrumentalisierung war aber die innerhalb der Linken, wo eben bestimmte Teile der Linken, die sozusagen in die historische Existenzangst verfallen waren und die sozusagen die These vertraten, dass es zur Wiederkehr historischer Formen von deutschem Nationalismus und zur Wiederkehr von Faschismus führt, die Wiedervereinigung, oder dass es zumindest diese Gefahr gibt, das interpretiert, um jetzt ganz besonders radikal auftreten, zu sagen, Deutschland nimmt an diesem Krieg nicht teil, weil die anderen NATO-Staaten eben noch nicht wollten, dass Deutschland so schnell
international mit seinen eigenen Truppen motiviert. Und deswegen zeigt es doch das geheime Einverständnis Deutschlands und die Tatsache, dass Deutschland eben diesen neuen Holocaust will. Das war, denke ich, eine historische Fehlinterpretation, rein deswegen, weil es diese ideologische Dimension nicht hatte, dass dieses Gas geliefert worden ist. Es waren zum Teil deutsche Firmen, aber eben nicht nur, sondern französische, britische, amerikanische Firmen, die diese Waffen geliefert hatten, aber nicht um Israel zu vernichten, sondern im Zusammenhang des Krieges zwischen dem Iran und dem Irak, der durch alle Großmächte und alle Industriestaaten am Laufen gehalten worden ist, weil es ein prima Waffentestfeld war, weil es die OPEC platt gemacht hat in den 80er Jahren, weil es zwei Regionalmächte geschwächt hat, das heißt die USA, Westdeutschland, Großbritannien, alle haben sowohl den Irak als auch den Iran aufgerüstet. In diesem Zusammenhang wurden die Giftgaslieferungen getätigt und nicht als Wiederkehr von Hitlers Tat. Aber sozusagen der Diskurs im Zweiten Golfkrieg, sowohl in Teilen der bürgerlichen Kreise als auch bei dem, was später die antideutsche Linke wurde, das ist die Wiederkehr von Hitlers Tat und deswegen wird sie durch Deutsche unterstützt. Das ist, denke ich, die historische Projektionsfläche, die man, denke ich, als Projektionsfläche bezeichnen muss, weil es die historische Realität damals nicht traf. Aber die, denke ich, erklärt, warum sozusagen da an dieser Wahrnehmung des Nahen Ostens die Fronten so hart aneinanderrasseln, weil wenn man das natürlich interpretiert als Wiederkehr der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, dann ist das eine Schablone, die notgedrungen dazu führt, dass man sozusagen sagt, wir müssen jetzt eine Konstellation wie im Zweiten Weltkrieg unterstützen, also die Mächte, die gegen die faschistischen Achsenmächte Krieg führen und die den neuen Hitler besiegen und die natürlich diametral entgegengesetzt ist sozusagen der antiimperialistischen Interpretation. Ich denke, ich habe versucht, beide Interpretationen zu, ich mag den Begriff dekonstruieren, nicht zu analysieren und darzustellen, woher es eigentlich kommt und denke, dass wir damit jetzt, nachdem ich schon zu ausführlich war, auf eine kontroversielle oder jedenfalls interaktive Diskussion übergehen können.